Hallo, da sind wir wieder und ich begrüße Rosa von Frosted Games. Hi. Hey, hey. Hallöchen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute Abend bei uns zu Gast zu sein. Wir wollen ein bisschen über eure Neuheiten sprechen. Ja, ich habe keine Süßigkeiten mitgebracht, muss ich zugeben. Ich hätte auch nicht mehr gerade schon zugeschaut. Ja. Ganz ehrlich, da war ein wenig neidisch. Ende gewesen. Das war erhellend und erschreckend zugleich, was ich da eben im Mund hatte. Und bei mir ist jetzt wirklich Ende. Was war irgendwie cool gewesen, definitiv. Ja, toll. Definitiv. Ja, wir schauen uns ja gleich auch noch einen Blick in die Box an von Mara von den Rocket Beans. Aufgenommen vor wenigen Tagen. Es geht natürlich jetzt am Anfang auch nochmal um Frostpunk, das Brettspiel. Ja. Das ist nämlich die Neuheit, die bei Frosted Games, das ist halt ein Partnerverlag von uns, im Vertrieb von Pegasus-Spiele, zuletzt erschienen ist. Und für diejenigen, die es nicht kennen, ein kooperatives Survival-Spiel, das auf einem Videospiel basiert. So. Ja. Genau. Also von dem Studio 11-Bit, die auch This War of Mine gemacht haben und eben auch Frostpunk, das Spiel. Und was ihr auf Deutsch veröffentlicht habt, ist eben das Brettspiel zu diesem Videospiel. Jawohl, und also wer das Computerspiel kennt, wird quasi alles davon wiedererkennen in dem Brettspiel. Es ist wirklich so eine krass gute und genaue Umsetzung von allen Elementen, die da drin vorkommen. So angefangen von den Gebäuden, die man bauen kann, über diesen Generator natürlich in der Mitte, den man die ganze Zeit betreiben muss, bei dem man hoffen muss, dass er nicht zwischendurch den Geist aufgibt, bis hin zu den Expeditionen, die man rausmachen kann aus diesem kleinen Krater, in dem man sich da befindet, in die weite Welt, in die verschneite, um da andere Überlebende zu finden oder sonstige Abenteuer zu erleben. Wirklich super stimmig, super atmosphärisch alles. Die Texte bringen, glaube ich, auch ganz toll rüber, wie diese Welt funktioniert, wie die Menschen alle auf ihre eigene Art ticken, was es so für kleine Geschichten innerhalb von so einer Siedlung gibt, die da entstehen und die dann ihre so Ripple-Effekte so auf die ganze Bevölkerung haben. Das ist ja im Kern von der Story her Endzeitspiel. Es gab eine Apokalypse. Die Welt ist von Eis und Schnee bedeckt eben. Und wir sind hier in einer Stadt, die noch mit Menschen bevölkert ist. Noch. Aber eine Stadt, die quasi jeden Tag ums Überleben kämpft. Also wir haben ja schon diesen Generator angesprochen. Wir sehen ihn ja auch im Bild. In der Mitte stehend eben das Stadtbild dominierend, weil er ja Wärme, Energie, Strom spendet. Und das Einzige ist, was die Menschen ja noch am Leben erhält. Einfach zwischen dem Kältetod und dem Leben an sich steht. Und der ja auch gleichzeitig ein Würfelturm ist im Spiel. Also ich finde es cool, dass man dieses zentrale Element einfach auch visuell dargestellt hat. Könnte ja auch einfach ein Pappmarker sein, den man dann eben in die Mitte legt. Aber er ist so drohend und mahnend und bedeutungsvoll zugleich halt. Und funktional, weil es eben noch der Würfelturm ist. Finde ich halt sehr, sehr cool. Und das ist ja auch was es ausmacht, ein Videospiel als Brettspiel zu spielen. Wir können ganz andere Haptiken und Elemente dann eben mit reinnehmen. Wenn Leute sagen, ja, das spielt das Videospiel. Genau. So. Ja. Warum das Brettspiel halt dazu? Aber das Brettspiel bringt nochmal andere Elemente dann eben mit rein, Haptik. Ja. Ja. Und einer der schönsten Momente auch, die es in dem Spiel gibt, ist, man hat die Option, diesen Turm zu verbessern. Es gibt ein Upgrade dafür. Mhm. Und das ist nicht nur irgendwie eine Karte, die man hinlegt oder so, sondern tatsächlich ein mechanisches Stück, was man in diesen Turm reinsetzt und ihn dann verbessert, sodass weniger Würfel durchfallen im Endeffekt. Also auch genau visuell das Ganze dargestellt. Da hat sich jetzt was verändert. Wir haben jetzt einen Fortschritt erzielt. Genau. Und das ist jedes Mal ein toller Moment, wenn man dann eine Gruppe sieht, wie sie dann dieses Ding da reinsetzt und merkt, wie der Effekt davon auch ist, dass jetzt eben weniger Gefahr besteht, dass der Generator einfach einem um die Ohren fliegt irgendwann. Es ist, habe ich gesagt, das Setting dystopisch, Apokalypse, Postapokalypse, so in dem Sinne, wir kämpfen einfach ums Überleben, das machen wir zusammen. Können wir alleine sein, kann es auch sehr gut solo spielen, das ist ja auch ein großes Markenzeichen von Frosted Games. Ihr habt nicht nur, aber sehr viele Spiele, die man solo spielen kann, aber auch mit anderen oder auch wirklich rein solo spielen kann. Ja.
Und dieses hier auch, also wir, entweder eine Person oder bis zu vier Personen, die insgesamt sich absprechen, besprechen, was sind jetzt die besten Optionen im Spiel, was müssen wir gemeinsam tun, um die Stadt am Leben zu erhalten. Und es richtet sich schon an Spielerinnen, die viel Spielerfahrung haben. Also wenn man ab und an mal ein Spiel auf den Tisch bringt, ein Monopoly oder also sowas halt in der Richtung, dann ist das natürlich eine große Hürde, aber es ist schon eher für erfahrenere Spielerinnen. Wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, dann kann man sich da schon reinfuchsen, aber die sollte man auch haben. Also wer ab und an mal ein Kartenspielchen spielt, ein Uno oder ein Wizard, das ist dann natürlich schon eine große Herausforderung, weil steht ja auch Experte drauf, das ist schon insgesamt komplex, aber das macht es ja auch so gut. Genau, also ich würde gar nicht sagen, dass du in Regeln sonderlich komplex ist. Es sind zwar viele Elemente, die für sich aber alle recht klar sind, wie sie funktionieren. Und man hat sehr gute Spielerhilfen, die einem dabei helfen, durch die ersten Runden zu kommen, bevor man den Flow so drauf hat. Was es schwierig und komplex macht, ist, dass es sehr viele verschiedene Karten und Gebäude gibt. Also bei den Karten gibt es Technologien und es gibt Gesetze, die man einführen kann. Und man muss ein gutes Verständnis dafür entwickeln, wie diese aufeinander wirken und was eine Technologie bedeutet für die langfristige Strategie, mit der man die Siedlung halt am Überleben halten will. Also es ist ein sehr, sehr strategisches, sehr planungsintensives Spiel und das macht es tatsächlich komplexer. Das ist auch was, warum ich es persönlich in der Gruppe viel, viel schöner finde als allein, obwohl ich sehr gern Solo spiele, weil man einfach diese Diskussion darüber hat, wie man spielen möchte, welche Technologien man einführt und auch es gibt viele Karten, die eben zwar mechanisch eine Auswirkung haben, aber auch eine sehr sehr in dem Szenario, in dem Setting drin eine philosophische Entscheidung quasi sind. Wie möchte man, dass die Gesellschaft funktioniert? Wie möchte man, dass Menschen miteinander interagieren? Ja. Was für Gesetze erlässt man damit die Menschen miteinander auskommen. Das ist natürlich, das bietet sehr viel Potenzial für Diskussionen in der Gruppe. Moralische Entscheidungen, ethische Entscheidungen halt, lassen wir Kinderarbeit zu und erhöhen damit die Produktivität in dieser Stadt. Was wichtig ist, denn also wir müssen einfach produktiv sein, um uns alle am Leben zu erhalten. Aber was macht dann das mit uns, dass wir Kinder zur Arbeit zwingen oder bringen? Halt, ne? Also was ist da wieder die Auswirkung dann eben davon? Ja, und das ist natürlich, da hast du recht, das ist spannend, das in der Gruppe zu diskutieren, als für sich alleine eben so eine, gerade so stark moralische Entscheidungen dann eben zu treffen, das ist natürlich in der Gruppe ein ganz anderes, intensiveres Erlebnis halt, was man da eben zulässt. Ja. Rationiert man die Nahrung, dann hält sie natürlich länger, aber es könnten dann Menschen sterben halt, weil nicht genug Nahrung vorhanden ist. Ja, das ist eben auch eine wichtige Sache dabei. Man weiß nicht genau, was die Effekte sein werden. Also man hat meistens bei so einer Sache einen direkten Effekt, wo einem völlig klar ist, okay, jetzt passiert das und das. Aber meistens werden dann Karten in einen Eventstapel gemischt, die später einfach die Konsequenzen dieser Entscheidung sein können. Das heißt, man weiß nicht genau, ob sie eintreten und man weiß auch nicht genau, was sie machen, aber man kann eben spekulieren, was passiert. Wie wird es sich auswirken, wenn ich eine Kampfarena aufmachen, der Menschen sich quasi gegenseitig bekämpfen können. Was macht das mit den Menschen? Was sind die Folgen davon? Absolut. Und wenn man es ein paar Mal gespielt hat, weiß man, was die möglichen Folgen davon sind. Aber gerade in den ersten Partien lässt es sehr, sehr viel Raum für Spekulationen und sehr, sehr wilde Diskussionen. Ich überlege gerade schon wegen der Arena. Ja, auf jeden Fall. Es würde den Menschen helfen, in Anführungszeichen Dampf abzulassen sicherlich, aber auch dann zu einer Verrohung halt insgesamt führen und vielleicht auch zu einer Legitimierung von Gewalt. Auch Verletzungen vielleicht, man weiß nicht genau. Ja, genau. Menschen sind ja dann auch wertvoll und bringt ja auch nichts, dass die zu Schaden kommen. Also spannende Entscheidungen, die man auf jeden Fall hier treffen kann. Und die bilden ja auch quasi gewissermaßen den Kern des Spiels. Also immer wieder, was sind unsere Optionen? Und wie bei vielen kooperativen Spielen dann eben auch, lebt das Spiel natürlich dann auch immer durch Mangelentscheidungen. Entscheide ich mich für A, hat es wahrscheinlich dann aber auch einen Nachteil, weil ich halt nicht B bekomme halt. Und so muss man immer abwägen, ich kann das haben, aber nicht das. Oder umgekehrt eben halt. Und davon leben ja viele kooperative Spiele und Frostpunk ja mindestens genauso, wenn nicht noch mehr als das durchschnittliche kooperative Spiel dann eben halt. Ja, auf jeden Fall. Das macht den besonderen Reiz aus. Also die
man hat so viel Mangel, es ist echt, es ist schon hart. Also, das wäre der Claim fürs Spiel auch, man hat so viel Mangel, ja, finde ich gut. Ihr habt das ja auch bei Robinson Crusoe oder so, hat man das ja auch, aber ich finde, hier ist es alles noch mal eine Stufe draufgesetzt, so noch mal ein wenig mehr, wie man kämpfen muss. Und, ja, das stimmt. Robinson Crusoe ist auch schon ein gutes Beispiel, weil da hast du es dann auch, Unterstand brauchen wir und Nahrung. Genau. Und dann eigentlich noch Werkzeug bauen und dann aber auch, keine Ahnung, das Szenarienziel erfüllen und alles geht halt nicht. Bei manchen kooperativen Spielen ist es dann noch ein bisschen einfacher. Heile ich da noch eine Seuche oder gehe ich noch eine Stadt weiter? Das ist dann irgendwie so ein bisschen weniger entscheidungsvoll, sage ich jetzt, aber hier ist es so krass. Keine Nahrung, aber dafür das. Keine Werkzeuge, aber dafür das. Und das ist irgendwie so, weil das ist alles wichtig irgendwie. Und es ist alles irgendwie bedeutungsvoller als nur ein Schritt in die Richtung oder ein Schritt in die Richtung gehen halt. Ja. Und irgendwie will man nebenher ja auch noch das Szenario gewinnen und muss dafür irgendwelche besonderen Aufgaben machen, die einen völlig daran hindern, die Sachen zu machen, die man eigentlich tun möchte, um zu überleben. Absolut. Also ja, hier sehr immersiv, sehr emotional das Ganze. Es ist ein schon etwas komplexeres, gehobeneres Spiel, aber das ist ja dann auch die Sache. Ja, man muss sich ein bisschen mehr einarbeiten, aber man wird ja auch am Ende durch eine viel größere Spieltiefe auch belohnt. Also wenn man ein Spiel hat, absolut. Kartenspiel, Stichspiel, das spielt man dann, ja, die Regeln liest man in 5 Minuten und spielt es dann in 20 Minuten dann eben runter, dann ist es aber auch schnell vergessen, die Partie. Also auch cool, macht auch Spaß, aber das ist halt so typisch, zack, gespielt und dann ist es auch wieder weg. Bei sowas, man hat sich eingearbeitet, man versinkt ja dann auch in einer Partie 2, manchmal 3 Stunden in diesem Spiel und das ist dann einfach so tief von allem, was man eben tut. Das bleibt hängen, diese Entscheidungsmomente bleiben hängen. Das dann, man weiß auch 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen später noch, ey, diese eine Partie, Wahnsinn, auf Messerschneide und dann im letzten Moment konnten wir es noch schaffen oder wisst ihr noch, wie knapp das war, fast hätten wir es geschafft und dann ist die Stadt untergegangen halt. Das ist eine große Hürde bei solchen Spielen, aber nur solche komplexen Spiele ermöglichen einfach so eine Tiefe. Das geht halt nicht anders. Also wer sich in sowas reinarbeiten möchte und ein sehr thematisches, kooperatives Spiel sucht, der sollte sich unbedingt Frostpunk, das Brettspiel, mal anschauen. Ja, und wer es noch ein wenig aufpeppen möchte, kann sich die kleine Erweiterung noch dazu holen. Die enthält noch ein paar mehr Karten, macht es noch ein klein wenig abwechslungsreicher. Aber hauptsächlich enthält sie so ein paar Holzkomponenten, die das Spiel noch schöner machen. Genau, und wir werfen ja gleich noch, oder Mara von den Rocket Beans wirft ja gleich noch für uns einen Blick in die Box eben rein, dann können wir das Material auch noch erkunden. Da ist nämlich einiges drin, wie man ja auch auf dem Bild sehen kann, und der Karton ist ja auch, die Schachtel ist schon größer. Man bekommt da auf jeden Fall was. Ja. Was erscheint denn jetzt demnächst? Frostpunk ist ja schon da, was erscheint denn demnächst noch bei euch? Was habt ihr denn alles noch, oder was hast du denn noch mitgebracht für uns? Mit euch zusammen veröffentlichen wir noch 2 Sachen dieses Jahr. Einmal im Sommer haben wir ausverkauft, was kommt und zum Glück noch nicht ausverkauft ist, sondern dann definitiv auch verfügbar sein wird. Es ist ein tolles Share-and-Ride-Spiel, also auch so bedient sich das Roll-and-Ride-Genres. Man schreibt auf einem Board, aber der Trick daran ist, man teilt sich Komponenten mit den Nebensitzenden. Die Geschichte ist, man hat ein Theater aufgemacht und muss die Zuschauerränge füllen, indem man die Leute da passend zuweist. Mit den Nebensitzenden teilt man sich die Tickets dafür. Die Tickets sind geometrische Formen, die man unterbringen muss in diesen Zuschauerrängen. Jedes Mal, wenn man das macht, muss man dafür das Ticket um ein Fältchen kleiner machen. Sprich, jedes Mal wird die Form, die man dann einsetzen kann, in das Theater kleiner. Und auch jedes Mal, wenn die mitspielende Person auf der Seite das Ticket benutzt, wird es auch wieder kleiner und verformt sich ebenso. Das heißt, man kann sehr darauf achten, was die andere Person gerade braucht, wo man ihr am besten irgendwie mal noch ein Fältchen wegnehmen kann oder die Form besonders ungeschickt machen kann, sodass es schwer wird einzusetzen. Und dabei versucht man natürlich, Aufgaben zu erfüllen und hat noch so kleine Duelle mit den Nebensitzenden darum, wer die Tickets besser erfüllt, sich mehr um die Zuschauende aus bestimmten Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel um die Politiker oder um die VIPs kümmert und so weiter. Und spielt sich super schnell, super fluffig, alle können parallel spielen.
Selbst wenn man zu sechs spielt, geht es wirklich so hin und her. Man teilt mit der Person links von sich ein Board und macht dann da mal was und dann wieder auf der anderen Seite. Und plötzlich ist vorbei und man merkt, dass man alles völlig falsch zusammengebastelt hat und die anderen einfach doppelt so viele Punkte haben wie man selbst. So geht es mir zumindest meistens. Auf jeden Fall ein einfacher Zugang als Frostpunk. Das definitiv. Deutlich sieht man ja auch in der Spielzeit dann 20 bis 40 Minuten. Also das ist, was man schnell als Absacker oder als Opener einfach mal spielen kann oder natürlich mehrere Partien hintereinander. Und auch wieder solo gut spielbar. Ja, hat so einen kleinen Bot, gegen den man spielen kann, der einem das Leben da ein wenig schwer macht und den zu besiegen wirklich gar nicht so einfach ist. Also schöne Herausforderung da. Cool. Und das kommt im Sommer. Genau. Und dann etwas später im Jahr habt ihr, glaube ich, noch ein, jetzt sind wir wieder beim Schwergewicht. Genau. Jetzt sind wir beim Großen wieder. Groß, dann sind wir klein geworden und jetzt gehen wir wieder richtig groß. Das ist die Box, die ist quadratisch, wird quadratisch sein. Ja, ein Würfel quasi. Also Chroniken von Drunagor, das Zeitalter der Dunkelheit. Ein Dungeon-Crawler mit einem 3D-Spielfeld, auf das nicht nur toll aussieht, weil es eben, weil man auf drei unterschiedlichen Ebenen spielt, sondern auch wirklich einen Spieleffekt hat, weil es beim Kämpfen sich eben auswirkt, es sich auf die Bewegung auswirkt, es dazu führen kann, dass man runterfällt und einfach Schaden bekommt dabei, wenn man einen Schritt über die Kante drüber macht. Und insgesamt ein sehr spannender, sehr involvierter Mechanismus auch, der eher so in die Richtung von sehr ein klein wenig Eurogame-mäßigen Dungeon Crawlern gehen, die halt ist so ein Ressourcenmanagement quasi hat. Also man hat Fähigkeiten, die durch Würfel oder Attribute quasi, die durch Würfel repräsentiert werden, die dann eben für Nahkampf und Fernkampf und so weiter stehen. Kleine, also nicht Würfel mit Zahlen drauf, sondern so kleine Holzcubes. Und die muss man benutzen, um Skills zu aktivieren. Wenn man aber keine mehr davon hat, muss man rasten und bekommt dafür einen Fluchwürfel, der einem dauerhaft eine Fähigkeit blockiert. Und wenn man zu viele davon bekommt, dann ist irgendwann eben die ist man erschöpft und hat das Spiel verloren. Das heißt, man hat die ganze Zeit so einen sehr harten Timing-Mechanismus, während man gleichzeitig versucht, eben Gegner zu besiegen, ans Ende des Dungeons zu kommen und der Dunkelheit zu entfliehen, die sich ausbreitet und einen durch diese Dungeons hindurch verfolgt und versucht, zu einem aufzuschließen und einen dann wiederum beim Kämpfen aufhält und schädigt und sehr viele Dinge, um die man sich gleichzeitig kümmern muss und sehr, sehr intensiv, was das Spielerische angeht, aber auch was die Story und die Immersion angeht eben. Und gerade zwei Fragen dazu im Anschluss. Haben wir hier einen Kampagnenmodus? Ja, also, genau. Also man spielt eine keine längere Kampagne. Also schon einzelne Szenarien, aber die zusammen dann auch eine zusammenhängende Geschichte dann auch ergeben halt. Also genau. Mit Progression dann auch, was die Charaktere angeht und ja. Okay. Viele Möglichkeiten, den Charakter weiterzuentwickeln und verschiedene Stärken herauszuarbeiten von den Charakteren. Davon sind in dem Grundspiel schon viele drin. Man sieht es hier auf dem Bild auch schon. Gleichzeitig werden mehrere Erweiterungen rauskommen. Hier sind vier, die alle die Story erweitern und noch ein paar andere Boni dazugeben. Es gibt noch sogar noch eine fünfte, die einfach nur neue Helden, neue Heldinnen, neue Monster enthält, um einem einfach noch mehr Optionen dazu geben und noch ein wenig mehr Abwechslung in die einzelnen Szenarien zu bringen. Cool. Und da drauf dürfen wir uns wann freuen? Das wird wahrscheinlich Richtung Herbst spielen. Das wird im Herbst dann. Wir hoffen, dass das Spiel dann da sein wird, genau. Herbst, aber Winter. Vielleicht zu Spiel dann im Oktober, Anfang Oktober in Essen oder etwas später, aber zum Weihnachtsgeschäft wird natürlich das allerspätestens. Genau. Also es wird produziert jetzt, das Spiel von uns ist alles fertig und dann macht es sich hoffentlich bald auf den Weg. Klingt sehr spannend, super. Dann können wir es vielleicht auf der nächsten Conspiracy hier schon mal auspacken und reingucken. Ja. Eine Frage noch, bevor wir hier dann zum Unboxing kommen. Haben wir hier einen Dungeon Master, einen Quest Master, eine Masterin, also, oder spielen wir hier gegen das Spiel?
Weil es gibt ja Dungeon Crawler, das sind eher noch, ja, das ist eher was in Anführungszeichen Oldschool. Also die frühen Dungeon Master, Dungeon Crawler, angefangen bei Hero Quest etc., hat man immer gegen einen Overlord, gegen einen Questmaster, wie auch immer sie da heißen, gespielt. Die moderneren Dungeon Crawler sind ja dann eher so ausgelegt, dass man komplett als Heldengruppe gegen das Spiel spielt, ohne eine Person. Genau, so ist es hier auch. Es ist völlig kooperativ, alle spielen zusammen gegen das Spiel. Und in dem Spiel sind einige sehr spannende Elemente enthalten, die es trotzdem variabel machen und so machen, dass das Spiel sich an die Leute anpassen können. Eine Besonderheit sind Türen. Wenn man einen Raum völlig erkundet hat und dann die Tür aufmacht, hat man tatsächlich diese Tür als so kleines Pappelement, das man aufklappen kann und in dieser Tür drin steht, wie man den nächsten Raum aufbauen soll. Was zum einen schon toll ist, weil man dadurch immer die Überraschung hat, was als nächstes kommt. Zum anderen ist in jeder dieser Türen auch wird ein QR-Code sein, mit dem man auf eine Website kommt, die einem zum Beispiel einen schwereren Aufbau noch vorgibt, cool, wie man das machen kann. Also wirklich sehr tolle Optionen, das anzupassen. Und cool, okay, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Sehr gut, auf der nächsten Conspiracy mal einen Blick reinwerfen. Dann solltest du hoffentlich im Dezember da sein. Gern. Dann bedanke ich mich bei dir, Rosa, für die Vorstellung. Wir haben Frostpunk gesehen, ausverkauft, und Chroniken von Drunagor. Und natürlich noch einige Titel, die dann unter Frosted Games auch das Jahr über noch erscheinen. Also wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, schaut auf die Webseite von Frosted Games, was da alles so passiert. Ihr habt ja auch mal einen Werkstatt-Einblick. Ja. Man weiß, was gerade bei euch so zugange ist eben, schaut da mal vorbei. Genau. Und ich bedanke mich dafür. Wenn ich das noch kurz sagen darf, am 1. 2. April haben wir unser eigenes kleines Online-Event, was auf YouTube stattfinden wird, wo ihr dann auch auf unserer Website die Informationen dazu findet. Und wir uns natürlich freuen, wenn ganz viele von euch vorbeischauen mal. Da zeigen wir dann vor allem auch die Spiele, die eben nur bei uns erscheinen. Ohne. Super, also seid dabei, macht mit und gibt bestimmt viele Infos, was alles wie erscheinen wird und was es bedeutet. Ja. Danke für deinen Besuch, Rosa. Sehr und jetzt geht es weiter mit einem Blick in die Box mit Mara von den Rocket Beans. Danach folgt noch ein Feuerwerk der Gefühle und ein Festival für die Sinne. Heiko und Clemens präsentieren endlich wieder live Zock and Roll, die Verkaufsshow hier bei Pegasus. Das ist dann nachher auch unser Rausschmeißerprogramm am Abend. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Ich höre hier schon nebenan das Geschiebe und Gezerre und Gestapel. Da sind die Kollegen schon fleißig dabei, Dinge zurechtzulegen, denn der Herr wird gepackt, was das Zeug hält. Wir sind gespannt, was die beiden für uns parat halten. Dankeschön, Rosa. Viel Spaß euch noch beim Zuschauen. Wir sehen uns dann ansonsten morgen wieder und gleich geht's dann weiter mit dem Unboxing und dann noch mit Zock'n'Roll. Tschüss. Ciao, ciao. Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de